Hallo Leute, willkommen zu diesem kleinen Review auf Gabs Channel. Kurz Ankündigung noch zwischendurch. Ich habe neulich ein Video zum Command Block gemacht. Das wurde von der GEMA gesperrt. Ich dachte eigentlich, die GEMA gibt es nicht mehr oder so, aber es wurde gesperrt. Also Hate gegen die GEMA schon mal. Aber ich stelle euch heute einfach mal mein Longboard vor. Das ist nämlich das Loaded Dervish Sama. Ich finde das Longboard richtig geil, allein schon, weil ich relativ groß bin für mein Alter und deswegen finde ich einfach ein größeres Longboard schon geiler. Und das Tenti N war mir jetzt einfach viel zu klein und deswegen habe ich mich für das Loaded, für das Dervish Sama entschieden. Das Bangara war mir dann auch wieder zu groß, weil ich wollte eigentlich schon von Anfang an ein Loaded Board. Also das war jetzt das Set, also das habe ich mir so als Set gekauft bei Titus. Das kriegt ihr natürlich bei Concrete Wave genauso in so einem Set, das ist von Loaded so zusammengestellt. Man sieht schon so ein bisschen, es ist hier die Räder, also es ist schon ziemlich, ich habe schon ziemlich viel damit gefahren. Hier die Achsen haben auch schon ein paar halt Schrammen und ja, ich sag euch jetzt mal kurz, was da, was das Longboard besteht. Einmal aus dem Deck, das ist ein Loaded, also das Dervish Sama Deck. Mit, also, da ist mal dann schon das Grip Tape drauf. Das Coole hier dran ist, wir haben mehr verschiedene Grip Tape Stufen. Wir haben hier härteres Grip Tape. Und dann haben wir hier weich, also nicht so grobes Grip Tape. Und dann haben wir hier so eher so ein Skateboard Grip Tape. Oder ich, das hier ist eher Skateboard und das hier ist weniger. Dann sehen wir hier nochmal das Load Zeichen. Mit Made in California, das finde ich auf jeden Fall richtig cool hier, dass es in California gemacht wurde, weil ich finde es einfach cool, dass es hier ist. Aber ja, soweit ich weiß, besteht es aus also zwei Lagen Bambus, dann und kanadischen Ahorn und Glasfaser natürlich auch noch. Im Set, also Set kann man, also was mit den Achsen und so, das ist so ganz Standard eigentlich. Wir haben hier Paris-Achsen, die komplett schwarz sind. Dann Orangutan Durang Rollen. Ja, auch Made in California, was ich auch ziemlich geil finde, diese Standardkugellage. Ich weiß nicht genau den Namen, hier drin sind. Ja, aber es sind keine besonderen Kugellager, die ich jetzt hier drin habe. Das sind die ganz normalen, so 25 Euro Dinger. Das ist ja der Standardpreis so ziemlich für Kugellager. Ja, man sieht es hier jetzt nicht ganz so, aber es ist schon dreckig von längeren Fahrten, weil, ja. Was ich ziemlich cool finde an einem Longboard, ist das Muster. Manche Leute finden das einfach ziemlich scheiße und so. Andere Leute finden es geil, wie ich. Also ich finde es einfach richtig geil, das Muster. Also das ist echt hier richtig nice. Auch richtig schön gut verarbeitet. Also bei anderen Longboards von Leuten aus meiner Stufe, die ich so kenne, da geht, die haben auch so ein geschnittenes Grip Tape. Und das geht schon ein bisschen ab, aber hier nix. Es hat, hält alles Bombe. Da kann man gar nichts dazu sagen. Ja, Lenkgummis sind auch ganz Standard, keine Nipples oder so. Die sieht man gar nicht. Ich probiere die mal für euch ein bisschen heranzuholen, die Lenkgummis. Da. Jo. Ihr seht vielleicht, wenn ich mal später mal eine Action-Cam habe, Videos vom Fahren mit dem Longboard, aber das kann ich jetzt halt nicht machen, weil ich hab eine ziemlich gute Kamera, ich habe eine Lumix-Kamera und das ist halt schon wie eine DSLR. Im Prinzip ist es auch eine DSLR, nur dass man halt keine Wechseloptik hat. Und ja...
damit würde ich jetzt nur ungern auf dem Longboard filmen, weil die hat mich jetzt ziemlich viel Geld gekostet und das wäre schon doof. Und mit dem Handy, ja, wird das alles verwackelt und Ton ist auch nicht so gerade geil. Übrigens, Ton bei der Kamera ist auch nicht wirklich der Brenner. Auf jeden Fall, das war's jetzt mal mit dem Mini-Review, also mit dem Anschauen und ja, zum Loaded Dervish Sama mit Paris Axen und Orangutan Rollen. Noch was Kurzes zu den Orangutan Rollen, hätte ich gerade vergessen. Das sind ziemlich weiche Rollen, also ja, geht eigentlich. Die sind sehr weich und das hat natürlich Nachteile und Vorteile, um das nochmal zu erklären für Leute, die es nicht so damit auskennen. Weiche Rollen sind angenehmer zum Fahren, weil es dämpft ziemlich viel Vibration und man kann damit schneller fahren. Aber man kann damit nicht so gut sliden, weil das geht einfach nicht mit weichen Rollen. Mit härteren Rollen kann man besser sliden. Und da nehme ich dann öfters mal das Longboard von meinem Bruder. Und mit dem das hat härtere Rollen, das ist ein anderes Longboard. Und das werde ich das nächste Mal vorstellen. Ja, also das heißt jetzt erstmal hier zum Longboard und jetzt nochmal andere Informationen. Ihr könnt auf jeden Fall mal noch meinen Zweitkanal auschecken, Drumcheck. Da findet ihr alles zum Thema Schlagzeug und halt Drums etc. Da wird jetzt bald das. Ich habe jetzt vor knapp einer Woche ein 3D-Intro für 3 Euro bestellt bei Minimal FX. Den findet ihr dann, wenn das 3D-Intro kommt, in der Videobeschreibung von dem Intro. Das werde ich dann nochmal auf meinem Kanal Drumcheck uploaden. Wenn es euch gefallen hat, gebt eine positive Bewertung. Positiv. Und, Klickt ganz oft auf das Neuladen-Dings, damit mein Video schön viele Klicks bekommt. Ja, und ich würde mal sagen, wenn ihr auf jeden Fall noch mehr Videos so zum Thema Longboard sehen wollt, also auf jeden Fall kommt noch das zum anderen Longboard, ich will jetzt noch nicht verraten, welches Longboard es ist, dann lasst auf jeden Fall Bewertungen da, vielleicht auch ein Comment, wenn es euch interessiert. Ja, und ciao.